Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen. Dies war der Titel des Vortrags von Moritz Piepel. Der 22-jährige Student ist Vertreter des Jugendrates der Berliner Generationenstiftung und sprach vergangene Woche bei der Neumarkter Nachhaltigkeitskonferenz. Sein Vortragsmotto ist zugleich Titel eines 2019 veröffentlichten Buches. Da haben sich 10 junge Menschen zusammengefunden, die einfach gesehen haben, wir steuern auf eine ökologische Krise zu, wir steuern auf eine Klimakrise zu, wir steuern auf eine Wirtschaftskrise zu und dass in all diesen Bereichen politisch in den letzten Jahren viel zu wenig passiert ist. Und damit ist natürlich unsere Elterngeneration gemeint, damit ist die Großelterngeneration gemeint und weil da bislang wir keinen Plan vernommen haben, haben wir uns auf den Weg gemacht, selber einzumachen. Das ist natürlich erstmal Konfrontation, aber es ist nicht im Sinne einer Schuldzuweisung zu verstehen. Im Buch werden 100 Forderungen zu 10 Kernthemen gestellt. Doch wo immer jüngere Menschen in Bereichen wie Klimaschutz und Co. etwas bewegen wollen, wie zum Beispiel bei Fridays for Future, ist das Argument, euch fehlt doch die Lebenserfahrung zu wissen, was man wirklich umsetzen kann, nicht weit. Das bekommen wir wirklich sehr viel zurück, weil wir auch viel mit Abgeordneten, mit Ministerien diskutieren, dass immer gesagt wird, ihr habt nicht genug Lebenserfahrung oder nicht genug Wissen und überlasst das mal den Profis. Aber das stimmt natürlich nicht so. Jeder kann sich in die Fakten einlesen und wenn man sich anschaut, wie das Klima gerade aussieht, wie es mit der Biodiversität den Bach runtergeht, dann kann man, glaube ich, nicht ernstlich behaupten, zumindest wenn man der Wissenschaft glaubt, dass in den letzten Jahrzehnten alles so rosig gelaufen wäre. Einen ganzen Tag lang standen in den Festzellen der Residenz Nachhaltigkeitsthemen und Bildungsansätze im Vordergrund. Die größten Probleme in diesem Bereich? Nachhaltigkeit an sich ist recht schwammig definiert. Sie wird immer öfter als fadenscheiniges Verkaufsargument genutzt und nicht wenige sind der Meinung, Nachhaltigkeit ist super, aber die Windkraftanlage baut ihr bitte nicht vor meiner Tür. Ich sehe da in der jüngeren Generation total viel Potenzial, weil die junge Generation einerseits die politische Bereitschaft mit sich bringt, andererseits auch die Bereitschaft, das selber umzusetzen. Wenn man zum Beispiel den Blick auf Fridays for Future wirft, da sind sehr viele Menschen, die Nachhaltigkeit sehr konsequent leben. In vielen Köpfen bedeutet Nachhaltigkeit, auf etwas verzichten zu müssen. Doch das ist in den Augen von Referentin Vivian Dittmar falsch. Die Gründerin der Be the Change Stiftung wünscht sich eine neue Definition des Begriffs Wohlstand. Nicht nur materielle Dinge, sondern auch menschliche Bedürfnisse wie Zeit, glückliche Beziehungen und Co. sollten berücksichtigt werden. Indem wir uns eben auf einen entmaterialisierten Wohlstandsbegriff ausrichten, arbeiten wir zum Beispiel weniger und tragen dadurch weniger zum Wirtschaftswachstum bei. Unsere Lebensqualität erhöht sich und die Zerstörung der Ökosysteme verlangsamt sich. Das ist mal ein Beispiel. Und dieses Beispiel Zeitwohlstand, das ist wirklich etwas, wo ich von eigentlich allen Menschen höre, boah, wäre das schön. Also es ist eine große Sehnsucht und ein großes Defizit in der Gesellschaft. Konkrete Anregungen, wie sich Nachhaltigkeit im Alltag leben lässt, bietet aktuell die Neumarkter Stadtbibliothek mit einer Lektüresammlung zu vielen Facetten des Themenbereichs.